guten Abend, schön sind alle da. Ihr seht, der Lukas hat leider ein Absagen, darum ist der Schubi da. Gleichzeitig auch der Patrick Sutter und moderieren tut der andere im Wendel. Zuerst mal einen großen Applaus für alle drei. Bau hat den ganzen Abend offen. Ihr könnt bestellen, einfach ein bisschen leise, dass ihr den Redefluss nicht stört. Und dann nehmen wir Gibis Wort noch gerne mal an. Danke. Ja, danke. So, ja, danke dir. Vor eineinhalb Stunden habe ich erfahren, Lukas kann nicht kommen, Fabian kommt. Und haben mir schon Sorgen gemacht, aber wir müssen sagen, und ich habe es eben schon gesagt, wir haben genau die Berufsgruppe hier, die so kurzfristig auf ihren Einsatz immer bereit ist. Und da sind Fußballer wirklich prädestiniert. Darum sind wir sehr dankbar, dass du so kurzfristig hast können einspringen und dort teilnehmen oder teilnehmen willst. Auf der anderen Seite Patrick Sutter. Und ich habe mir im Vorlauf an die Veranstaltung Gedanken gemacht, was mich so ein bisschen mit dir auch verbindet. Und habe ein Bild gefunden bei mir auf dem Handy. Ich zeige dir mal kurz in die Runde. Und bevor ich dir das Wort gebe, würde ich noch kurz sagen, ich glaube, die Fotos, die ich auf meinem Handy habe, von einer St. Gallo anzeigen, darf ich an einer Hand abzählen. Eines davon ist vielleicht 2:1 gegen Valencia, das war 2013 in der Europa League. Eins war 7:0 gegen Basel daheim, das war so das andere Extrem. Und eins ist eben da 1:0 Leicester, der englische Meister damals, gegen St. Gallen. Und wir sehen, das Resultat ist 1:0 und der Name, der darunter steht, ist Sutter, 37. Minute. Und ich habe natürlich gerade ein Foto gemacht, wo es 1:0 war, weil ich nicht daran geglaubt habe, dass es so bleibt. Das habe ich auch unterschätzt. Ihr habt das Turnier gewonnen. Vielleicht würdest du mal etwas noch dazu sagen, zu dem Moment, oder was das war und was das auch für dich bedeutet hat. Ja, zuerst mal hallo zusammen. Schön bin ich da, schön sind ihr alle gekommen. Und ja, ich weiß jetzt gerne nicht genau, ob das Finale war oder ein Gruppenspiel. Es war im Finale. Ja, das war natürlich schön, ja, wie gesagt, wo sie machen, wo schiessen und dann das Finale gewinnen. Ja, viel mehr dazu kann ich nicht sagen. Ist auch schon ein bisschen her, so gut in Erinnerung kann ich es auch gerne. Wir sehen es sehr bescheiden, also vielleicht noch mal zum anderen auf die Sprünge helfen. Es war 2018, ein Nachwuchsturnier in Altstetten von der U19-Mannschaft, mitunter eben mit Leicester, wo dann St. Gallen gewonnen hat in dem Finale, wo der Patrick Sutter ist auch Torschützenkönig geworden, das entscheidende Goal gemacht hat. Vielleicht zum mit dir nochmal dich hier abholen. Du bist selber von Rinnig, Altstetten ist auch im Rheintal. Also, guck gerade dort um die Ecke, wo es Winter anfängt. Hat dir da etwas Besonderes bedeutet? Hast du dort auch gemerkt, jetzt kann es noch weitergehen? Ja, also das Turnier war sowieso speziell für mich, weil es gerade in der Umgebung war. Und dann auch viele Kollegen und Familie durchgekommen sind, bin ich natürlich extra motiviert. Vielleicht hat da auch noch etwas geholfen, dass ich ein paar Großchancen habe. Und ja, aber viel. Nur darüber nachdenken kann ich eigentlich noch selber nicht gerade. Alles klar. Jemand, der nicht aus der Region ist, ist der Fabian Schubert. Du kommst aus Kärnten, aus Eisenkappel-Fellach. Die südlichste Zipfel, der südlichste Zipfel von Österreich, habe ich gelesen. Also näher an der slowenischen Grenze. Und bist du mal ehrlich, wann hast du das erste Mal vom FC St. Gallen gehört? Das erste Mal gehört, ich glaube, 2017 oder 18 haben wir mit Sturm Graz ein Testspiel gespielt gegen St. Gallen in Marbella. Und ich glaube, der Boris Babic hat gespielt und ich glaube, er ist sogar da geschossen. Und ja, da habe ich das erste Mal Kontakt mit dem FC St. Gallen gehabt. Okay, du bist dann aus Kärnten auf Ried gegangen, hast dann den Weg aber wieder zurückgemacht, du hast es angesprochen, in die Steiermark zu Sturm Graz. Du bist dann in der zweiten Mannschaft gewesen, hast dann aber gerade den Einsatz schon die erste Möglichkeit bei Sturm gehabt. Du warst bei Hartberg, ebenfalls eine Mannschaft, die gerade aufgestiegen ist oder respektive Aufstieg gesucht hat. Dann bist du Torschützenkönig geworden in Linz und hast den Wechsel gemacht von einem Jahr auf St. Gallen. Und ziemlich am Anfang hast du gesagt, dass du die Schweizer Liga kennenlernen willst. Und jetzt hast du sie ein Jahr kennengelernt. Wie ist die Schweizer Liga? Ja, also
ich glaube, im Vergleich zu Österreich geht es bis auf Red Bull Salzburg, glaube ich, dass die Qualität schon höher ist und ja, einfach viel mehr Physis im Spiel ist und ja, ich glaube, super attraktiver Fußballspiel wird. Du darfst auch schon nichts los sein. Also musst dich nicht schlecht fühlen, wenn es mal einen Punkt gibt, wo du vielleicht im österreichischen Spiel sogar noch ein bisschen höher wirst einschätzen. Nein, also es ist ehrlich, das sage ich in Österreich auch. Also bis auf Red Bull Salzburg finde ich die Qualität von der gesamten Liga und von den Vereinen wesentlich höher. Und ja, die 10er-Liga hat halt ja was Eigenes an sich. Ich habe es in Österreich auch 3 Jahre miterlebt in der Bundesliga, die 10er-Liga, dann ein Jahr die 12er-Liga. Und ja, ich glaube, das hat schon, wie von 10 auf 12 Teams gewechselt hat, dass da schon ein Qualitätsverlust da war in Österreich. Jetzt, das ist doch mal eine Aussage. Ja, jetzt sind wir jemand, der auch in der Nachwuchs war und auch in einer Zweitmannschaft gespielt hat. Wie war es Sturm Graz? Wie war es Winti? FC Winti 2. Du bist damals von der FC St. Gallen U21 auf Winterthur gegangen. Bist dort, wenn man so darf sagen, nicht glücklich geworden. Bist dann zu Brühl gekommen. Und ich glaube, das war so unser erster Berührungspunkt, wo ich dich kennengelernt habe. Ich war in der Medienarbeit. Du hast gespielt bei Brühl. Und dann ist die Zeit mit Corona. Die Saison ist abgebrochen worden. Und ich glaube, ich darf dir das sagen, du hast mir in dem Moment leid tun. Weil ich einfach denke, Scheiße, wieder jemand, der so Talent hat, der so verankert ist in der Region, wo es wieder schwer hat, zum Sprung eben zu schaffen. Ich glaube, du hast in dem Moment auch einen Plan B zurechtgelegt, oder wie war das in dieser Situation? Ja, klar, wenn es nicht immer aufwärts geht, vor allem in den jungen Jahren, dann machst du automatisch einen Plan B. Und ja, den anderen Weg habe ich mal überlegt, schon den ersten Schritt gemacht und dann ist es in St. Gallen nochmal gekommen und hat mich wieder zurückgeholt. Was würde denn Patrick Sutter machen oder was macht er, wenn er nicht Fußballer ist? Ja, ich habe schon mal die BMS-Aufnahmeprüfung gemacht, die auch bestanden. Und dann habe ich es eigentlich wieder angefangen im Sommer, aber St. Gallen hat dann gesagt, ja nein, kannst sicher mal die Meister trainieren und bei uns mitmachen. Und dann war es klar, ja, muss ich da verschieben. Ja, sind wir froh, hast du es verschoben. Verschoben ist ein gutes Stichwort. Du bist eigentlich Flügelspieler gewesen beim FC St. Gallen. Wissen wir, du kommst auf den Aussenbahn oder der Verteidigung so ein bisschen zum Zug. Also nicht so ein bisschen zum Zug, effektiv zum Zug. Ist das so ein bisschen die Tendenz vom modernen Fußball, wo dir da Karten spielt, dass du eben den Drang nach vorne hast, wo es eben auch braucht in dem Spiel, wo vielleicht der Peter Zeidler und dir zurück, zusammen mit dem Alex Sutter zurück zu St. Gallen genommen hat, dass du die da eben auch auszeichnet, dass du da mit deiner ursprünglichen Person, Position kannst mitbringen? Ja, ich denke, da hat mir schon geholfen, auch in der Entwicklung. Und da wird jetzt immer mehr kommen im Fußball. Und St. Gallen ist da eh schon in den letzten 3-4 Jahren, seit der Trainer Zeidler bei uns ist, hat er da ein bisschen so reingebracht. Und ja, ich habe jetzt wieder von dem profitiert. Ja, du hast profitiert. Du warst in der Startaufstellung im Cup-Finale. Jemand, der das Cup-Finale schon gewonnen hat, ist der Fabian Schubert mit Sturm Graz. Also in der Saison, die angefangen hat in Hart, im Vorarlberg, wo du auch 2 Goal gemacht hast, der FC Hart. Geendet hat sie in Klagenfurt, in Kärnten. Und der Cup-Sieg Sturm Graz gegen das übermächtige Salzburg, du hast schon angetönt. Wie war das, so der Moment, da zu erleben, die ganze Reise, die du auch mitgemacht hast? Und ich sage jetzt mal, der wahrscheinlich doch überraschende Cup-Sieg gegen so eine Übermacht. Ja, also mit Sturm Graz haben wir da eine unglaubliche Saison gespielt. Und wir wussten, in einem Spiel ist alles möglich, auch gegen Red Bull Salzburg. Und ja. Es war schon, muss ich sagen, von der Fanbase her ziemlich ähnlich wie St. Gallen, nur dass Graz halt eine viel größere Stadt ist. Und es war ein richtig cooler Moment, dann ja, gegen Salzburg den Cup-Sieg zu holen. Ja. Sind auch Verwandte von dir im Stadion gewesen? Ist ja nicht so weit weg, Klagenfurt, Familie auch dabei gewesen? Ja, also viele von der Familie, viele Verwandte, viele Bekannte. Und ich glaube, das war cool, weil das Stadion nicht oft voll ist in Klagenfurt und da war es wirklich schwarz-weiß. Und ja, war für mich als Kärntner schön, das Stadion wieder mal voll zu sehen. Ja, das ist doch eine schöne Ansage.
Jetzt ist es so, wenn wir vielleicht von Österreich noch ein bisschen südlicher gehen, über Slowenien auf Kroatien, dann bist du letztlich auch in der Ferien gewesen, habe ich gesehen, um den Kreis zu schliessen. Nehmen wir an, du bist mit deiner Frau dort in der Ferien gewesen. Du hast vor einem Jahr geordnet. Wer macht bei euch die Ferienplanung? Die Frau. Hat es dir gefallen in Kroatien? Vielleicht in dem Fall als Folgefrage? Ja, also ich habe mich schon viele Jahre von ihren Qualitäten, was die Urlaubsplanung und ja, deswegen, sie macht das immer super und deswegen fühle ich mich immer wohl und habe da eigentlich nie was zum Entscheiden, wohin es geht und wie das Hotel ausschaut. Dann sagen wir danke, dass du dich da optimal kannst erholen kannst, in dem Fall an deine Frau. Jemand, der vielleicht nicht so entspannt war in dem Moment, wo die Saison kam, ist mit dem Probevertrag, also mit dieser befristeten Anstellung quasi. Ich kann mir vorstellen, wie du warst, wo du halt den Sprung geschafft hast zum FC St. Gallen, aber wie auch ein bisschen wahrscheinlich in der Seil warst. Und vielleicht dann das erste Mal gemerkt hast im November, wo der erste Startelf-Einsatz kam, ist, hey, ich kann es packen. Oder kannst du uns die Zeit beschreiben, vielleicht auch, was dich dort geprägt hat oder was dir dort eben wieder genau die Kraft mitgegeben hat, dass du eben den Weg gegangen bist, trotz all dieser Unsicherheit? Ja, ich sage, am Anfang war es natürlich schön gewesen, als ich auch unterschreiben konnte und wusste, ich bin jetzt ein Teil der Mannschaft. Und ganz so schnell ist es wieder abwärts gegangen, weil ich die ersten paar Spiele nicht im Kader war oder nicht zum Einsatz gekommen bin. Ja, dann aber, ich bin jetzt dort und dann musste ich weiter kämpfen und weiter fighten und irgendwann ist dann das erste Spiel gekommen. Und ja, seitdem bin ich glücklicher, als wenn ich nicht gespielt habe. Jetzt sagt man grundsätzlich so im Alltagsleben, also ein Lehrling muss seinen Betrieb irgendwann mal wechseln, sonst ist er immer der Lehrling. Hast du das Gefühl, du bist der Lehrling beim FC St. Gallen? Schwierige Frage, ja. Aber ja, ich glaube, man kann es schon so vergleichen. Ja. Auch, ich bin auch immer noch da in jungen Spielen. Ja. Aber ich glaube, eben, die Lehrenden oder die Lehrlinge die sind ja meistens eben die aus der Region stammen. Und das ist ja in St. Gallen sehr wichtig. Und da wird dir sicher auch zugute gehalten, dass du eben für den FC St. Gallen alles bist, auch auf dem Weg, den du gemacht hast. Du hast einen anderen Weg gemacht. Du bist von Linz gekommen als Torschützenkönig, zweite Liga, drittes Goal. Bist du angekommen und hast eine andere Rolle gehabt hier. Wer hat dir geholfen, um mit dieser neuen Rolle gar nicht zurechtzukommen? Jetzt gehst du vielleicht auch in dieser Anfangszeit, die vielleicht nicht immer einfach war. Ja, also ich glaube, auch von Vereinsseite und auch von meiner Seite aus hätten wir das von Anfang an uns anders vorgestellt gehabt. Ich habe extreme Anpassungsprobleme gehabt am Anfang in das neue System und habe dann im Herbst ein bisschen eine mentale Downphase gehabt, jetzt nicht privat, sondern einfach, ja, was das Torschießen anbelangt. Der Sportdirektor ist zu mir gekommen und hat gesagt, nein, wir geben dir nicht auf, schau, dass du aus dem Winter stärker zurückkommst. Und ja, das war dann eigentlich so für mich, dass ich sage, okay, im Winter schau ich einmal komplett ab und probiere es dann im Frühjahr wieder voll anzugreifen. Ja. Dann hast du auch das erste Goal gemacht gegen Münzigen. Hast du uns auch bis in die Halbfinale geführt? Ja. Du hast es angesprochen, du hast die Goal nicht gemacht, ist da vielleicht auch ein bisschen so ein bisschen die Problematik, dass du als Stürmer vor allem an den Goal gemessen wirst. Im Gegensatz zu vielleicht einer anderen Position, wo es jetzt auf den ersten Blick nicht so greifbar ist, was die Leistung oder was zählbar wäre, was deine Leistung betrifft. Oder hast du da nie als Nachteil gesehen? Also als Nachteil nicht. Also in der Zeit in Linz, wo ich dreimal als Deutsch war, hat mir jeder gesagt, ja super, auf die Schulter geklopft. Aber ja, man muss auch die andere Seite erfahren. Ich glaube, das ist wichtiger, dass man sich persönlich weiterbildet, dass man sagt, okay, ich gebe nicht gleich auf, wenn es nicht funktioniert. Und ja, das ist meine Position, Stürmer, und egal ob es positiv oder negativ ist, ja, man wird halt an Tore gemessen und so ist es eben. Patrick Sutter, du bist 23, zwei Jahre älter wie der Erling Haaland. Denkt man manchmal über so Sachen auch. Wenn man einfach weiss, heutzutage werden die Spieler bei so jungen Jahren schon dermaßen sind sie eingegliedert in den Profifußball. Du bist vielleicht nicht mehr mit 25 einer von den Jüngeren, sondern eben schon wie ein Sergio auch im Team. Macht das mit dir etwas? Oder denkst du nicht über dein
Haltung an? Nein, so etwas habe ich bis jetzt gerne nicht nachgedacht. Jetzt fängt es vielleicht langsam an, wenn du so gut ansprichst. Aber nein, ich fühle mich immer noch jung. Das ist gut. Aber ein Gefühl so von der Reife, die man mitbringen muss, hat sich da gewandelt, dass jetzt Leute, die, wie gesagt, wie du, mit 23 oder eben andere junge Spieler, schon vermehrt im Rampenlicht stehen. Ist das auch etwas, wo vielleicht eine Bürde war für dich? Oder hast du da wie gelernt, damit umzugehen? Also, wie bist du da angeführt worden? Ja, ich denke schon, dass jetzt im modernen Fußball da immer mehr kommt, dass die Spieler immer jünger, immer schneller und immer besser werden müssen. Und ja, da probiere ich natürlich auch, aber ich denke jetzt durch mein Alter von 23 kann ich mit dem schon ein bisschen besser umgehen als vielleicht nach 10 Jahren. Das Fußballer Dossi, du hast es angesprochen. Wo fühlst du oder wo hast du das Gefühl, werden das so ein bisschen die, wo erfüllst du vielleicht auch die Stereotypen von einem Fußballer und wo hast du das Gefühl, wirst du vielleicht ein bisschen auf die Dossi als Fußballer eben auch reduziert, wenn du irgendetwas machen möchtest? Merkst du das? Ja, also, ich glaube, wenn man Fußballer beschreiben müsste, wäre es wahrscheinlich, ja, teure Klamotten, teure Uhr. Ja, das bin ich einfach nicht. Also, ich bin wahrscheinlich nicht der typische Fußballer, aber jetzt vom Elternhaus her gesehen. Und deswegen, ja, ich will einfach immer so sein, wie ich bin. Ich will mich da jetzt nicht großartig verstellen und deswegen, ja, glaube ich nicht, dass ich jetzt der typische Fußballer bin. Wir sehen es, also wenn ich entscheide zwischen Türe Klamotten oder FC St. Gallen, ist noch klar, wo die Wahl liegt. Patrick, wie siehst du da? Hast du das Gefühl, dass du manchmal daheim bist oder irgendwo unterwegs bist und denkst, Kopf, ich bin eigentlich schon ein bisschen wie ein Fußballer? Oder wie immer hat ein Fußballer sich zeichnet? Oder siehst du dich jetzt vielleicht gerade auch in deinem Umfeld gerne als Fußballer? Nein, denke ich auch nicht, weil auch mein Vater oder meine Eltern früher noch nie was mit Fußball zu tun hatten. Erst als mein Bruder angefangen hat, bin ich auch ein bisschen so reingerutscht und so hat sich alles dann gegeben. Aber auch im Kollegenkreis habe ich viele, die nicht Fußball spielen und dort fühle ich mich dann auch nicht so als einen. Alles klar, ihr seid Fußballer, sind ihr auch Fans? Bist du von einem Club Fan? Und gibt es ein Stadion, wo du gerne aber auch drin sitzt, wenn die Möglichkeit besteht? Ja, also ich glaube, in meinem Alter ist das nicht mehr so, dass man sich jetzt da Trikot von Ronaldo oder von Messi zu Hause in den Schrank hängt. Also deswegen. Nein, also ich bin immer Fan von dort, wo ich spiele und deswegen ja, kann ich mich gut damit identifizieren mit dem Verein und deswegen fühle ich mich auch gut wohl. Ja. Patrick, dein Lieblingsverein oder wo du mal wünschst im Stadion bestenfalls spielen und sonst immer in Zuhörungen? Ja, also mein Traumverein ist Real Madrid. Wäre natürlich schön, wenn ich jedes Mal spiele, auch wenn es schwierig wird. Aber ja, schon sind wir auf immer für die FC. Jetzt weisst du ja heute keine Liebe von dir, gell? Und wir nicht. Das ist gut, hoffen wir es wäre. Jetzt sind ihr euren Job, euer Dasein haben wir angesprochen. Euer Dasein ist in der Gesellschaft, gibt es sehr wenig Leute, die Fußballer sind. Berufliche da sind. Es ist ja alles in einem Beruf. Das ist jetzt kein 9-to-5-Job, kein Job Montag bis Freitag. Du hast es selber angesprochen, du bist verheiratet, du siehst deine Frau. In der Ferien, wie baust du dir dein Umfeld auf? Hast du das Gefühl, ist es manchmal sehr schwierig mit diesen unregelmäßigen Arbeitszeiten? Oder ist es einfach so ein bisschen das, was du nicht anders kennst? Ja, sicher. Also mit der Zeit kennt man es nicht anders. Aber es ist schon so, dass eigentlich meine Frau genau am Wochenende frei hat, wo wir ja, unser Spiel haben und Training. Aber dann muss man halt die andere Freizeit, die man gemeistert hat, so gut es möglich und zusammen gestalten. Und deswegen, ich glaube, das arrangieren wir schon super. Und deswegen, ja, es ist einfach ein anderer Beruf. Es ist kein Vollzeitjob, aber ich glaube, wir haben trotzdem, ja, die Verpflichtung, dass wir jetzt nicht nach dem Training irgendwo hingehen und 5-6 Bier trinken. Und deswegen, ja, glaube ich schon, dass es ein Fulltime-Job ist. Du bist von der Ostschweiz selber. Kannst du vielleicht auch nochmal anders ausführen, wie es bei dir ist? Dein Umfeld ist ja wahrscheinlich aus der Region selber. Merkst du manchmal auch, dass es schwierig ist, um sich eben mit diesen Leuten zu treffen, wenn du eben am Wochenende auf Weg bist oder so? Oder hast du auch irgendeinen Mittelweg gefunden? Ja, nein, ich finde es jetzt persönlich nicht so schwierig.
wenn man Zeit hat, dann trifft man sich und wenn man keine Zeit hat, dann halt nicht. Aber irgendwann findet man immer Zeit, wenn man will. Und sonst laden wir die Leute einfach in die Stadt hinein, oder? Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Super. Jetzt ist es aber so, dass das erste Mal in der Geschichte wahrscheinlich mehr Zeit bekommen während der Wintermonate. Wir haben die WM, die im November und Dezember ist, die WM-Pause. Haben wir euch schon Gedanken gemacht? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen suboptimal, wenn ich da vorne Saisonstart frage, ob ihr euch schon zu den nächsten Ferien oder zu der nächsten Pause Gedanken gemacht habt. Aber macht auch etwas anderes in dieser Planung, dass wir jetzt eben schon Mitte November die Saison quasi aufhören? Sicher ist es, glaube ich, was anderes in der Planung, aber vor allem, ja, wie der Trainer das dann gestaltet, mit ja, freien Wochen wahrscheinlich und Training. Und ich glaube, das wissen wir noch nicht. Und ja, wie gesagt, meine Frau arbeitet normal und deswegen muss ich bis auf wahrscheinlich ein, zwei Wochen im Winter durcharbeiten. Und deswegen werde ich bei ihr da bleiben, damit nicht ganz gut was anderes macht. Und dann wahrscheinlich nicht auf Kroatien, oder? Im Winter schwierig. Patrick Sutter, so ein junger Mensch, der im Leben steht, hat er auch das Bedürfnis, vielleicht mal zum Reisen zu gehen. Hast du das Gefühl, da wäre eine Zeit, wo du würdest wollen, zu reisen gehen? Hast du überhaupt nicht den Wunsch oder hast du dir noch gar keine Gedanken gemacht zu dieser Winter-WM? Ja, also zu reisen gehen würde ich schon mal gerne. Aber ja, wie du schon gesagt hast, im Fußball wird es relativ schwer über längere Zeit. Aber ich habe mir wirklich schon Gedanken gemacht jetzt im Winter. Ich habe einen guten Kollegen, der ist in Amerika unten. Und wenn man dann mal für zwei, drei Wochen frei hätte, würde ich ihn dann mal gerne besuchen. Das haben wir wieder mal gesehen. Ramin, hast du gehört? Ja. Zwei, drei Wochen Amerika. etwas, was mich in den letzten paar Monaten ziemlich geprägt hat, obwohl ich jetzt vielleicht auch nicht der Fan bin von Ronaldo und von Messi, ist der Granit Xhaka. Der Granit Xhaka ist der Schweizer Nazi, der Captain. Ziemlich kontroverse Figur in der Schweiz. Und er hat gesagt, Ende Jahr, und das hat mich ziemlich getroffen oder ziemlich mitgenommen, dass er gesagt hat, ich bin Mittelfeldspieler bei Arsenal, da bin ich 90 Minuten am Wochenende und sonst bin ich ein Schweizer, der mit seiner Familie in London lebt. Das klingt so ein bisschen wehmütig, fast schon, dass er sich nicht wohlfühlt in dem Fußballer da sein und dass er sich vielleicht auch etwas anderes gewünscht hat. Hat es bei dir auch schon so einen Moment gegeben, wo du wieder daran zweifelt hast, dass du jetzt eben ein Privileg auf einer Seite hast, aber eben auch vielleicht den Druck? Ja, also nach den vier Jahren in der österreichischen Bundesliga habe ich sicher ja, mit dem Gedanken gespielt, dass ich vielleicht wieder ja, in Amateurfußball gehe und ja, ein Studium anfange. Aber ich glaube, solange man die Möglichkeit hat, das zu machen, was sich viele Kinder wünschen, sollte man das wahrhaben. Solange es halt für einen körperlich möglich ist und auch mental. Also ich glaube, Fußball ist auch eine mentale Geschichte. Und ja, wie du es ansprichst, dass sich Xhaka nicht wohlfühlt in Arsenal, dann muss er sich halt ja, überlegen, ob es der richtige Verein für ihn ist, die richtige Stadt. Und deswegen ja, kann man als Fußballer muss man sich ja, mental und physisch dafür bereit erklären. Macht er auch mit dir als Fußballer etwas, wenn du eben siehst, in Granit Xhaka, der sehr viel Erfahrung hat auf dem Business, wo bei einem Verein spielt, der Weltgröße hat. Wenn man dann halt eben doch so ein bisschen hinter Kulissen sieht, dass eben auch so jemand manchmal, ja, eben ein Mensch ist, hilft euch auch? Oder ist dann auch eher das Gegenteil, dass du denkst, puh, sogar mit dem Lohn oder was auch immer, ist immer noch eine Bürde? Oder? Hast du da noch keine Gedanken gemacht? Ich glaube, das ist generell das Problem am Bild Fußballer, dass jeder denkt, okay, das ist eine Maschine, der muss mental fit sein, der muss physisch fit sein. Wie du es gesagt hast, wir sind auch nur Menschen und ja, wir haben genauso unsere schlechten Gedanken. Und ja, das gilt dann auch von der Familie, Freunde, auch wahrscheinlich vom Verein, dass man einem beisteht. Und ja, sich selber Gedanken macht, wie geht es mir noch besser. Wenn es nicht so gut läuft, dann gibt es die Kommentare, Hass im Netz, wo immer ja, präsenter wird. Hast du so etwas auch schon erlebt, Patrick? Nein, nicht groß. Klar schaut man die Kommentare vor allem am Anfang als junger Spieler, du schaust gerne da mal durch und schaust so, was andere Leute über dich denken, aber im Endeffekt musst du einfach ausblenden und da machen, wie es du machst.
Kennst du so Sachen? Hast du das erlebt und wie kannst du da voll arbeiten? Ja, also als junger Spieler, wenn man neu in dem Bereich Profifußball ist, liest man sich da schon viele Kommentare nur und nimmt sich halt den einen oder anderen zu Herzen. Aber ich glaube, mit der Zeit, mit den Jahren, was man in dem Business ist, lernt man ja, einfach nicht mehr hinzuschauen, auch nicht jeden Zeitungsartikel zu lesen, sich einfach ja, eine Meinung zu bilden, was vielleicht Familie, Freunde, Bekannte, Verwandte eben teilen. Und deswegen ja, muss man auch wahrscheinlich junge Spieler einen Großteil davon abraten, dass die jetzt an irgendeinen sozialen Medien großartige Kommentare lesen. Ich möchte das Thema mit der letzten Frage schließen. So ein bisschen der perfekte Umgang, gerade auch vielleicht vor grossen Spielen, wo St. Gallen jetzt zweimal hatte, wo zweimal eine enorme Drucksituation war für euch, beim zweiten Mal wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, wo wahrscheinlich als Spieler selber von allen Seiten Druck kommt. Gut gemeinter Druck in sehr vielen Fällen, aber eben Druck, als jemand, der dieser Drucksituation ausgeliefert ist, was hast du das Gefühl, was wäre der perfekte Umgang in dieser Situation? Wenn du sagst, was der Spieler hat letztens im 12 gesagt, wir müssen uns vor der Kurve gut erklären gehen, aber es hätte uns gerne gebraucht. Wir haben gewusst, wir haben Scheiße gespielt, Fans haben es gewusst. Was hast du das Gefühl, was ist in dem Moment für dich als Patrick Sutter, der weiss, ist auf dem Platz, was wäre für dich der perfekte Umgang? Kannst du noch ein bisschen Zeit lassen? Vielleicht hast du dir schon Gedanken gemacht, ich weiß es nicht. Ist einfach etwas, was ich mir auch frage. Wie kann man da übermitteln? Oder wie kann man eben. Man muss ja nicht jedes Mal das Bewusstsein schärfen. Euch ist bewusst, was Sache ist. Und das ist etwas, was ich mir immer wieder gefragt habe. Wie kann man das am besten überbringen? Oder eben, was wäre der perfekte Umgang, dass ihr nicht so einen Druck empfindet? Ich glaube, Druck gehört dazu. Ich glaube, eine Aussprache mit den Fans, wenn es nicht gut läuft, gehört auch zum Fußball dazu. Das Um und Auf ist ein respektvoller Umgang miteinander. Und ja, deswegen glaube ich, ist das wie in einer Beziehung, in schlechter Phase muss man darüber reden. In guter ist es leicht, dass jeder applaudiert. Und ich glaube, so haben wir das in der letzten Saison relativ gut hinbekommen. Patrick, hast du noch etwas anzufügen? Nein, ich sehe mich auch so. Jetzt hat Fabian schon gesagt, man muss sich wieder sammeln, man muss vorausschauen. Vorausschauen ist Stichwort auf die neue Saison. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, kann es nur noch bergab gehen, weil ich glaube, 25 Minuten, da toppen wir nicht mehr, oder? Ja, das ist klar, ja. Aber jetzt kriegen wir noch stärkere Gegner. Und wäre ja, schön, wenn es nochmal 25 Minuten gibt. Ja, am Ende von der Saison, oder? Ja, wäre natürlich perfekt. Aber nein, es geht nicht weiter. Jetzt macht man sich da persönlich irgendwelche Ziele? Oder geht für dich die Rechnung, für dich als Fußballer, geht die einfach weiter? Oder hockst du an, sagst Saison 21, 22 ist fertig, dann habe ich erreicht, dann habe ich nicht erreicht, dann möchte ich in dem Zeithorizont erreichen? Oder hast du laufende Ziele? Oder wie sieht das bei dir aus? Ja, da ist jeder Spieler ein bisschen anders. Jeder setzt sich selber ein bisschen Ziele. Und auch als Mannschaft setzt man sich natürlich vor der Saison ein Ziel oder nach der Winterpause wieder ein neues, je nachdem wie es aussieht. Aber ja, Ziele sind schon da, ja. Dürfen wir eins gehen, vielleicht eins von dir persönlich? Ja, da hängt es mit der letzten Saison zusammen, aber dass wir den Cup-Final gewinnen, wäre natürlich ein grosses Ziel. Ja. Fabian, was hast du dir vorgenommen in dieser Vorbereitung und auch im Hinblick auf die neue Saison? Etwas konkret? Ja, einfach wieder alles geben und sich neu zu empfehlen für die neue Saison. Und ja, im Endeffekt ist es so, wir sind mehr als 11 Spieler und deswegen ja, muss man dann auch, wenn man mal auf der Bank ist oder nicht dabei ist, auch damit zurechtkommen. Und deswegen, ich glaube, jeder Spieler von uns gibt alles in die Vorbereitungsspiele, im Training, um sich zu empfehlen. Aber ja, im Endeffekt entscheidet der Trainer dann, wer spielt und die, was spielen, müssen das Beste daraus machen. Du hast gesagt, mehr wie 11 Spieler. Jetzt gibt es immer neue Spieler, Spieler, die gehen. Googlest du neue Mitspieler? Ja, schon. Also
wie ich gehört habe, dass der Randy zu uns kommt, habe ich sicher geschaut, okay, wie war seine letzte Station, wie war seine letzte Saison. Und ich glaube, das gehört aber auch dazu, dass man ein Bild davon hat, weil er war in der ersten Trainingswoche nicht bei uns, dass man ein Bild zu dem Spieler hat, wie schaut er überhaupt aus. Und deswegen, ich glaube, es ist schon gut, wenn man sich ein bisschen vorher informiert, mit wem man da jetzt zusammenspielt. Den schaust du auch, ob es ein Stürmer ist oder ja nicht? Ja, sicher schaut man die Position sich auch an, aber ja, konkurrenzbelebtes Geschäft. Patrick, wie sieht es bei dir aus, wenn ein Transfer verkündet wird? Ja, im Vergleich machen wir auch die Suche, wo das er gespielt hat, wie das er gespielt hat. Und ja, die Position spielt dann auch eine Rolle. Ja. Jetzt jemand, der zurückkehrt, nicht gerade zum FC St. Gallen, aber in der Super League, ist der Cedric Eiten. Du hast ihn kennengelernt, wo du mittrainiert hast beim FC St. Gallen. Er war eine prägende Figur in der Zeit, als er in St. Gallen war. Geht man anders in die Spiele, wo man eben weiss, hey, ich weiss, wie der tickt, ich weiss, wie der im Training gespielt hat, bringt er da auch einen Vorteil mit sich? Oder ist er für dich einfach ein Gegenspieler? Nein, ich denke, ist sogar eher gut für uns oder für mich, weil man ist vielleicht extra motiviert, weil man ihn kennt und man ihm will zeigen, dass er zum falschen Verein gewesen ist. Fabian, du bist nach wie vor jemand, den man noch nicht so kennt in der Liga. Ist das für dich auch ein Vorteil? Kannst du viel dir über den Gegner auch rausnehmen, ohne dass du eigentlich deine Spezialitäten musst preisgeben? Oder ist das weniger jetzt da, wo dich eigentlich betrifft? Machst du dich auch schlau über den Gegner? Ja, also jetzt in der ersten Saison schon. Aber ich glaube, jetzt haben wir viermal gegen jeden Gegner gespielt und jetzt weiß man halt auch schon, wie gewisse Vereine spielen. Und ja, in der neuen Saison ist jetzt ein Ex-Trainer von mir bei Zürich Trainer geworden und deswegen bin ich auch gespannt, wie er es bei Zürich macht. Franco Foda, du hast es angesprochen, genau, Sturm Graz zum Meistertitel geführt, mit einem ganz anderen System, wie jetzt zum Beispiel der FC St. Gallen spielt. Geht man in so einem Moment zum Peter Zeidler und sagt, hey, der Franco Foda spielt das System. Vielleicht in meinen Augen ein Stück weit ein veraltetes System auch. Oder bist du da überzeugt, dass der Peter Zeidler das weiss und da brauchst du gar keinen Austausch? Wie siehst du das? Ich glaube, für das haben wir genug Co-Trainer und Videoanalysten, dass die das schauen, wie sie in der Saison spielen werden. Und ja, es ist jetzt auch schon, ich glaube, 4 Jahre her, wo er mit Trainer war. Und er wird sich auch selbst weiterentwickelt haben und vielleicht spielt er nicht mehr das gleiche System. Das ist gut. Patrick Sutter, etwas, was ich noch ansprechen möchte, weil es auch so ein bisschen deine Position oder zumindest dein Gebiet betrifft. Eine Szene, die im Testspiel gegen Urnes passiert ist, ist der Jeremy Gimeno, ein Teamkollege von dir, der sich dort durchgeworstet hat durch die Verteidigung und dann im Strafraum ziemlich unbeholfen kalt. Ist auch etwas, wo man dann untereinander auch sagt, hey Jeremy, es kommt im Fernsehen, es ist der FC Urnes, es ist die vierte Liga, es ist ein Plauschmatch. Oder zieht ihr euch da auch auf? Oder wie geht ihr mit dem um? Ja, ich denke, wir nehmen jetzt alle eher ein bisschen lustig auf. Wir haben das auch gemacht, aber im Endeffekt ist es immer noch, wenn es gegen Schmacht oder Schlacht. Ist das vielleicht auch so ein bisschen etwas, wo man als Stürmer mehr mitbekommt? Oder dass man halt mal eher keilt? Du jetzt als jemand, der eher in dieser Verteidigung mittlerweile agiert, ist auch ein anderes Trainingsdasein, also im Hinblick auf die Physis etc. Oder ist das effektiv auch etwas, wo einfach der Spielertyp selber ist? Nein, ich denke, da kommt ganz auf den Spielertyp drauf an, aber ja, manchmal hilft es schon, wenn man ein bisschen nachhelfen kann. Ich glaube, das war mehr oder weniger mal der Rahmen, den ich mir abstecken konnte, Sachen, die ich zu euch spannend gefunden habe. Ich weiss nicht, ob wir den Rahmen auch mal ein bisschen öffnen, wenn wir schon die Möglichkeit haben, dass eben auch Fabian Schubert, der nicht so in der Öffentlichkeit steht, noch nicht so die Möglichkeit hatte, um sich zu präsentieren, einmal Fragen stellen. Ich glaube, er kann sich sehr gut artikulieren. Von dem her denke ich, gibt es doch einige, die vielleicht eine Frage haben, die man sonst nicht stellt. Es geht auch darum, dass man eben die
Vorurteile oder was auch immer abbauen kann. Darum fände ich es sehr schade, wenn es jetzt einfach ruhig bleibt. Und würde gerne, so ein bisschen mit dieser Forderung, ja, die Runde auch öffnen. In einem gewissen Rahmen natürlich. Wie ist so euer Verhältnis, Frage an euch beide, zu euren Ex-Vereinen? Also wie könnt ihr die mitverfolgen? Also, und wenn dort ein Spiel ist, wenn ihr zum Beispiel schaut oder im Fernsehen oder über die TIC so an, wenn ihr die irgendwie abonniert, dass ihr dort Resultate bekommt oder irgendwie über Mitspieler, die euch gut verstanden haben, die auch in irgendwie getrennte Wege gegangen sind. Also, wie ist so der Kontakt zu ehemaligen Mitspielern oder ehemaligen Vereinen? Ja, also ich verfolge sicher jetzt meine letzte Station am intensivsten mit Blau-Weiß Linz, aber auch natürlich die paar Freunde, was man gefunden hat im Profifußball, sind aber jetzt nicht viele, mit denen man längerfristig Kontakt hat. Und ja, von denen schaut man sich die Spiele schon ab und zu an, wenn man halt ja gerade Zeit hat. Ja, bei mir ist es etwas lief, vor allem weil Brühl ist gerade in der Nähe, da bin ich diese Saison schon zwei, drei Spiele noch geschaut. Zu Winter tue ich jetzt eher weniger, aber bin immer noch am Schauen, was so für Resultate machen. Winterthur im Ex-Verein, sozusagen, sind jetzt aufgestiegen in die Super League. Bist du da jetzt eben auch wieder besonders motiviert in dem Spiel? Oder hast du da zu wenig Bezug zu diesen Leuten? Nein, ich habe immer noch gute Kollegen, die spielen. Und ich freue mich schon auch zu Winterthur, in dem sind spannende Spieler. Die Liga selber. Du hast es angesprochen, ganz am Anfang des Gesprächs, viermal gegen den gleichen Gegner. Jetzt hat man einen neuen Gegner bekommen. Lausanne ist runtergegangen, Winterthur ist aufgegangen. Freut einen da auch als Fußballer, wenn man so vielleicht auf die Schütze wissen kann, wo ja, der natürliche Fußball oder der klassische Fußball erlebt wird? Oder ist da etwas, wo bei euch gerne keine Rolle spielt? Ich glaube, das hat der Lukas vom Cup-Finale schon richtig gesagt, dass ein Fußballspieler auf einem Kunstrasenplatz ein anderes ist. Und ja, man freut sich, wenn ja, jetzt nicht für den Verein Lausanne, dass sie absteigen, sondern einfach, dass ja ein Kunstrasenplatz weg ist, ein Naturrasen, der gerade dazukommen ist. Und deswegen, ja, bin gespannt, wie die Atmosphäre drin ist. Und ja, ich hoffe, dass es richtig coole Spiele wird. Verhaltest du dich auf einer Kunstrasse anders? Merkst du vielleicht so ein bisschen von der Verletzungsgefahr oder ist da jetzt nichts, was du oder so? Ja, wo die wir im Unterbewusstsein beeinflussen? Nein, also ich glaube, wenn man ja 4-5 Mal auf einer Kunstrasse spielt und vielleicht 20 Mal trainiert, ist jetzt nicht so das Problem. Aber ich glaube schon, dass wenn man eine ganze Saison über nur auf Kunstrasen trainiert, nur auf Kunstrasen spielt, dass es schon auf die Gelenke geht. Und deswegen bin ich froh, dass wir da die Möglichkeit haben, auf super Naturrasenplätze zu spielen und zu trainieren. Und ja, ich glaube, das ist das Richtige für den ganzen Verein. Naturrasen hat auch der SC Brühl. Der SC Brühl ist in der Promotion League geblieben. Wir haben es vorhin besprochen mit einer spektakulären Aufholjagd, ziemlich am Schluss. Du hast gesagt, es gibt das Derby gegen den FC St. Gallen, das kleine Derby gegen den FC St. Gallen. Ist das ein Spiel, das für dich vielleicht auch besonders ist, weil du halt den FC St. Gallen Tour 21 kennst, aber auch den SC Brühl? Bist du da vielleicht auch eine gefragte Person? Ja, gefragte Person würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich bin schon gespannt auf das Spiel und hoffe, dass ich sicher mal das Spiel gut durchkomme. Ja, dann wäre es in dem Rahmen nochmal gewesen. Wie gesagt, wenn jemand noch Fragen hat, sehr gern. Und ja, Tommy? So, jetzt die ganze Modusänderung und so weiter. Ich weiß, wo es mal diskutieren wird, die Mannschaft auch. Okay? Können auch mal früher Stuhl und sagen, hey, nein, das ist scheiße. Würdest du vielleicht gerade anfangen? Ja, also ich glaube, als Spieler akzeptiert man das so, wie die Entscheidung gefallen ist und tragt die Entscheidung vom Verein mit. Und wie gesagt, ich glaube, die Schweiz hat die Qualität von den Vereinen dazu, dass man mindestens 12 Mannschaften in der ersten Liga haben kann. Und deswegen, ja, wird sicher ein spannendes Projekt werden. Und ja, ich freue mich eigentlich. Ja, sicher ist es schwierig, wenn man zum Schluss von der Saison dann ja, aus ein paar Spielen einen Meister kürt oder die Champions League und Europa Cup Plätze.
Aber wie gesagt, das muss man so akzeptieren. Und es ist nichts anderes als wie Finalspiele. Da muss man mental fit sein und ja, wer weiß, vielleicht kommt es uns nicht so gut. Ja, es ist sicher auch in der Mannschaft diskutiert worden oder darüber geredet worden. Aber am Schluss ja, stehen wir hinter dem Entscheid vom Verein und von der Liga und schauen wir mal, wie es kommt. Das erste Goal für den Verein und das Leben ist noch immer geil. Vor vielen Publikum, vor vielen Zuschauern. Jetzt man sich irgendwann dran. Es sind irgendwann nicht mehr so ein geiles Gefühl, den Goal zu schiessen. Es ist immer noch wie, wenn das erste Schuss ist, wenn ich mit 20 Leuten raus bin, ist dann immer das gleiche Gefühl wie im ersten oder zweiten. Nein, also ich glaube, jedes Tor ist besonders. Und vor allem in den Stadion die Tore zu feiern, war schon was Besonderes für mich auch diese Saison. Es war was anderes in der Corona-Phase, wo die Stadien leer waren, wo man ja, es praktisch wie ein Training gehabt hat, dass keiner gejubelt hat, außer die Mitspieler. Aber ich glaube, bei vollen Stadien ist es immer besonders, wenn man da schießt. Ja, ich habe noch nicht so viel Tore geschossen, aber für mich ist jedes Goal also ein unglaubliches Gefühl gewesen. Vor allem, weil ja auch beide die Halbschance haben vor eigenem Publikum. Bei einem ist sogar nicht verstanden, dass du gemacht hast, oder? Nein, der war sogar das erste. Hat ich irgendwie reingelandet und ich weiß selber nicht wie, aber ist irgendwie im Goal gelandet. Und ich meinte, du hast ihn noch berührt, aber er ist dann beim Jubel dann zu mir gekommen und hat gesagt, dass er sie gerne berührt hat. Und dann habe ich schon angenommen, dass das Goal für mich zählt. Bin ich dir da bewusst geworden, an der Rahmen, dass der Patrick Sutter jetzt, der sich zurückgekämpft hat im eigenen Stadion, wie du es gesagt hast, sein erstes Goal gemacht hat, ist dir da in dem Moment bewusst geworden oder ist da etwas, wo zwei Tage später einem bewusst wird, wie man vor dem Spiegel steht? Nein, es ist mir recht direkt bewusst geworden, dass, ja, dass ich wirklich wahr ist, dass ich jetzt ein Goal geschossen habe, nachdem dass ich zwei Jahre noch zwei Liga tiefer gespielt haben. Und ja, also ich kann es gerne recht beschreiben. Was sind deine weiteren Ziele, vielleicht im Torschiessen oder so? Hast du irgendein Ding, das du sagst, hey, ich will unbedingt mal ins Basel-Goal machen oder zu Bern? Oder ist das so wie beim Fabian, wo es schlussendlich dem nicht so drauf ankommt, wo man dann eben den Goal macht? Nein, ich glaube, wo das Goal schiesst, ist egal. Hauptsache du schiessest mal eins. Und nein, für die nächste Saison habe ich mir auch vorgenommen, noch ein bisschen mehr Assist gemacht. Ja, dann sind wir zuversichtlich, hoffen, das klappt natürlich. Und auch dir, Fabian, ich glaube, es ist wichtig, dass man die Möglichkeit hat, einmal dich näher zu kennenlernen. Der Tommy kennt dich wahrscheinlich schon, zumindest Statistiken von dir, aber ich habe eine Frage. Fabian, ich habe eine Frage an dich. Du bist ja immer wieder auf der Ersatzbank und du bist eigentlich voll mitgegangen. Dann hast du so beobachtet, dass du die Schiedsrichterentscheidung wie aufregst und so. Vergisst man sich da völlig auf der Bank, und ist im Spiel drin oder weiß man trotzdem, man hat hier sehr offiziell schon da und kann dich mal zurechtwiesen oder kommst du mal gerne Farbe dich auf? Ich habe die Spielweise. Nein, also ja, ich finde, man sollte auf der Bank auch mit dem Spiel sein, vor allem emotional. Und ja, seine Mitspieler unterstützen und deswegen ja, ist es vielleicht nicht immer vorteilhaft, wenn man den Schiedsrichter anmeckert, aber ja, ich glaube, der Vati hat das alles öfter gemacht und ja, solange man keine gelbe Karte bekommen, ist das glaube ich voll in Ordnung. Ja, ich glaube, das wäre ein schönes Schlusswort gewesen. Lukas hat Kojak da noch reingezogen. Ich glaube, er wird es dir verzeihen. Wir alle werden es dir verzeihen, wir wünschen es uns vielleicht sogar ein bisschen. In dem Sinne, ja, herzlichen Dank, dass ihr euch da stell dich eingehen mit dem Patrick Sutter, einer von uns, einer von da, mit dem Fabian Schubert, auch einer von uns, weil man sieht, du bist grün und weiß, du bist alles für den Verein. In dem Sinne, seid euch dem bewusst und danke vielmals und genießt den Abend. Konsumiert gut im Bierhof, weil der Bierhof ist auch jemand von uns. Und, ja, das soll es sein. Danke vielmals. Ja.
Ja, von Seite Biohof noch einen herzlichen Dank, dass Sie noch da waren. Auch an die anderen, danke vielmals. Ich glaube, wir haben zwei Leute heute ein bisschen besser kennengelernt, die noch nicht so im Rampenlicht gestanden sind. Und wie immer gibt es noch ein kleines Präsent am Schluss für euch Gäste. Da haben wir das Buch «Ein Sommer mit Slehmann», ist übrigens der andere der Autor. Geht zum Ultras von Indonesien. So mit. Genau, Subkultur Ultra von Indonesien. In dem Sinne nochmal, danke vielmals für alle drei und trinken gerne noch ein, zwei. Bei euch kann es brauchen. Danke vielmals.